Freudiges Wiedersehen. OB Theo Wieder begrüßt einen gern gesehenen, aber seltenen Gast in Frankenthal. Anlass ist eine Konzertreihe, die hier in St. Ludwig endet. Frankenthal ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, bin hier auch aufgewachsen und dann erst mit 13 dann aus dem Land gezogen. Aber es ist immer etwas ganz Besonderes für mich, in Frankenthal zu spielen. Mit 8 Jahren griff er zum ersten Mal in die Tasten. Vor 10 Jahren erhielt der heute 23-Jährige ein Orgelstipendium in New York. Er ist sowas wie ein Wunderkind. Was die Leute Wunder nennen, ist eigentlich die Arbeit gemeint und die Liebe und die Leidenschaft zu dem, was man tut. Und deswegen, wenn die Leute es Wunderkind nennen möchten, gerne. Aber ich glaube, jeder ist ein Wunderkind. An unzähligen Orgeln der Welt hat Felix Hell die Register gezogen. Für die heimischen Orgelpfeifen hat er sich das Orgelgesamtwerk des Namensvetters Felix Mendelssohn vorgenommen, termingerecht zum 200. Geburtstag des Komponisten. Meine Mission ist es, die Orgel ins Licht zu stellen und die Orgel als konzertantes Instrument den Leuten vorzustellen. Organisten besetzen eine eher unbeachtete Nische im Weltmarkt der Klassik. Ohne Leistungsdruck blickt der Künstler in die Zukunft. Und natürlich werde ich weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen und keine Erwartungen haben, aber trotzdem immer mein Bestes geben und hoffen, dass sich mein Leben weiterhin so wunderbar entwickelt. Die pfiffige Konzertidee der Videoprojektion rückt die Hände und Füße des versteckt operierenden Künstlers in den Blickpunkt. Wie hoch sind die Hände versichert? Nein, meine Hände sind nicht versichert. Sobald ich meine Hände versichern würde, dürfte ich nicht mehr bergsteigen, ich dürfte nicht mehr Motorrad fahren, ich dürfte nicht mehr. Im Prinzip, ich müsste nur noch zu Hause sitzen und meine Hände beschützen. Trotz aller Erfolge, Felix Hell bleibt auf dem Boden, auch wenn die Klänge, die er erzeugt, wahrhaft himmlisch sind.